heute ein kleines Programm auf oder mit der Poolnudel. Na, einfach eine Poolnudelhälfte nutzen und dann können die Übungen noch ein bisschen mehr in den Faszienbereich, also für die Faszien sein, oder man kann manche besser dehnen oder besser das Gleichgewicht halten. Erstmal locker die Ferse heben und senken und die Arme locker mit bewegen, die Knie im Wechsel beugen, strecken, einfach um etwas locker zu werden, etwas warm zu werden. Mobilisieren, Oberkörper vor und zurück, Arme schwingen ganz locker, na, so ein bisschen mobilisieren, ein bisschen warm werden zu Beginn der Stunde. Das Ganze kannst du mit der Poolnudel unter dem Ballenbereich tun. Dann ist auch gleich schon ein bisschen Faszientraining mit dabei, ein bisschen Gleichgewichtstraining mit dabei. Und dann stell einmal deine Fersen auf die Poolnudel, auf die Rolle, den Vorfuß nach vorn und geh mit deinem Oberkörper von Seite zu Seite ins Neigen. Schön mit Nachfedern, immer gut für die Faszien ist das Nachfedern. Lass deine Knie ganz leicht gebeugt. Kopf geht einfach so ein bisschen mit, die natürliche Position der Wirbelsäule beibehalten. Von Seite zu Seite neigen den Oberkörper, locker nachfedern. Und dann versuch nochmal das Gewicht so ein bisschen von Seite zu Seite zu geben, die Vorfuß im Wechsel so ein bisschen zu heben, zu senken und du kannst dann gleichzeitig auch die Schultern etwas heben und senken, ganz bewusst den Schultergürtelbereich mit wärmen. Im Wechsel den Vorfuß rauf und tief ein bisschen für die Muskulatur ums Schienbein herum. Und dann versuch einmal, dich nach hinten zu setzen, das rückengerechte Bücken, die Knie beugen, rückengerecht ausführen, schön weit das Gesäß nach hinten schieben, den Oberkörper schön so lassen, dass die Wirbelsäule eine lange Linie bleibt, in natürlicher Position bleibt, Bauch schön fest, schieb dich kraftvoll tief und zieh dich auch kraftvoll rauf beim Raufgehen, die Hüfte dann immer auch schön bewusst ins Strecken. Schön weit nach hinten setzen, dass die Knie hinter deinen Zehen bleiben, wenn du tief gehst. Und dann versuch langsam dein Gewicht von einem Bein zum anderen ganz und gar zu geben im Wechsel. Das andere Bein mit dem Knie raufnehmen, in den Einbeinstand gehen, rauf und wieder tief. Versuch deine Arme bis Schulterhöhe mit raufzunehmen und dann wieder tief beim nach oben gehen der Arme die Handflächen Richtung Decke, dann drehen und die Handflächen Richtung Boden wieder tief. So von Seite zu Seite das Gewicht zu nehmen. Etwas für die Faszien, etwas fürs Gleichgewicht. Such dir einen festen Punkt am Horizont, Bauch schön fest und geh in deinem Tempo von Seite zu Seite. Arme mit rauf. Handfläche Richtung Decke, beim Runtergehen der Arme die Handfläche
Richtung Boden. Ganz geführte Bewegungen ohne Schwung. Komm dann von der Rolle runter, streck dich nochmal schön lang und komm Wirbel für Wirbel nach unten mit dem Oberkörper so weit wie du kannst und dann Wirbel für Wirbel wieder rauf. Versuch dich nochmal ganz zu strecken und dann geh Wirbel für Wirbel wieder tief. Nimm dir die Rolle dann beim nächsten Raufgehen einmal mit rauf, streck dich schön lang und nimm den Oberkörper dann einmal von Seite zu Seite ins Neigen, ohne Nachfedern diesmal. Versuch ganz bewusst die Seite schön lang zu ziehen, die Flanke schön lang zu ziehen, den Oberkörper von Seite zur Seite neigen. Nimm die Rolle dann einmal nach vorn vor dem Körper tief und einmal nach hinten hinter dem Körper tief. Schau, dass dabei der Ellbogen immer an tiefster Stelle ist, also die Arme nicht strecken, sondern beim nach hinten sind die Ellbogen an tiefster Stelle. Beim nach vorn geh so weit vor, dass auch hier die Arme noch gebeugt bleiben, nicht gestreckt werden. Versuch nach vorn, nach hinten zu gehen. Halte die Rolle am besten zwischen deinen Händen, dass die Hände offen außen an der Rolle liegen. Geh dann auch einmal ins Kreisen. Versuche deinen Oberkörper etwas zu kreisen. Oberkörper kreisen. Die Arme schön mitkreisen. Versuch schön große Bewegungen den Oberkörper kreisen lassen. Lass deine Knie immer schön leicht gebeugt. Du kannst auch etwas weiter geöffnet die Beine stellen und noch etwas größer mit der Kreisbewegung des Oberkörpers werden, wenn es angenehm für dich ist. Schön große Kreisbewegung des Oberkörpers. Wenn es nicht angenehm ist, dann bleib bei den kleineren Kreisen. Wähle immer die Variante, die für dich angenehmer ist
und wähle auch das Tempo so, dass dir nicht schwindelig wird. Und dann langsam auch in die andere Richtung kreisen. Versuch erst wieder die Arme vor allen Dingen zu kreisen, den Schulterbereich, oberen Rückenbereich schon locker etwas mitnehmen. Und dann nach und nach etwas größer werden. Versuch nach und nach die Füße wieder etwas weiter aufzustellen und die Oberkörperkreisbewegung etwas größer werden zu lassen, so groß wie für dich angenehm. Und auch hier wieder in dem Tempo, das für dich angenehm ist. Bleib dann vorn und versuch den Oberkörper von Seite zu Seite zu drehen. Stopp immer kurz in der Mitte und geh dann zur Seite mit etwas Schwung, mit kleinem Nachfedern wieder für die Faszien. Achte darauf, dass du wirklich den Unterkörper einschließlich Becken fest stehen lässt. Die Füße stehen, die Beine stehen. Das Becken bleibt fest, nur den Oberkörper. Die Wirbelsäule versuchen zu drehen, immer in der Mitte gut stoppen und dann zur Seite drehen mit kleinem Nachfedern. Dann langsam geh dann einmal hinten zur Matte, dass die Matte vor dir ist. Streck dich nochmal schön lang und geh langsam dann nochmal in die Kniebeugen tief. Einmal schön strecken, auf den Ballenzehenbereich gehen und einmal wieder das Gesäß nach hinten schieben mit geradem Rücken, tief rückengerechtes Rücken. Geh nur so weit tief, wie du kannst. Du musst nicht unbedingt bis ganz nach unten gehen. Schau, dass der Rücken nicht eingerollt wird, sondern du mit geradem Rücken tief und rauf gehst. Das Gesäß schön weit nach hinten, Knie immer hinter den Zehen landen lassen. Einmal das Gewicht auf die Ballen und einmal nach hinten auf die Fersen, wenn du tief gehst. In deinem Tempo sich schön strecken. Tief. Komm dann einmal auf die Matte, geh mit den Knien auf die Matte und schieb dich über die Rolle einmal vor und wieder zurück. Mach deinen Rücken einmal schön lang und einmal schön rund. Schieb dich schön weit nach vorne raus und dann den Rücken wieder schön rund machen. Das Gesäß bleibt in der Luft. Einmal schön lange Arme, langer Rücken, Brustbein Richtung Matte. Einmal schön runder Rücken. Versuch viel Bewegung in die Wirbelsäule zu bringen.
die Rolle dann einmal ganz nach vorn und leg dich einmal ganz und gar auf den Bauch, die Beine lang, Gesäß schön fest, Bauchnabel schön zur Wirbelsäule ziehend. Komm dann wieder über die Rolle aufgerollt mit dem Oberkörper langsam ins Heben, langsam ins Senken. Die Rolle am besten im Unterarmbereich. Dann hast du hier gleich eine Massage, eine Faszienmassage. Und den Oberkörper langsam ganz und gar rauf. Den Oberkörper nimm ganz und gar rauf und tief, so weit rauf, wie für dich möglich, wie für dich aber auch noch angenehm bleibt. Schön langsame, schön geführte Bewegungen. Wenn es geht, dann so weit rauf, dass die Leistengegend etwas hängt. Langsam auf und wieder abrollen. Schau, dass dein Nacken, deine Halswirbelsäule in Verlängerung Wirbelsäule bleibt. Langsam nimm die Hände wieder außen an deine Rolle und nimm deinen Oberkörper ins Drehen. Schau, dass du deine Hüften beide schön liegen lässt. Es geht wirklich wieder um die Drehung, vor allen Dingen im Brustwirbelbereich, der Bereich, der die Beweglichkeit dringend braucht. Einfach von Seite zu Seite den Oberkörper drehen, Hüften versuchen liegen zu lassen. Armposition ist durch die Rolle genau richtig. Kopf kannst du immer etwas auf dem unteren Arm ablegen, wenn du seitlich gehst, dass zwischendurch dein Nacken auch ruhen kann. Füße am besten schön weit geöffnet, abgelegt, um das Ganze gut auszustabilisieren. Und dann geh in deinem Tempo von Seite zu Seite, Bauch schön fest. Dann lass deinen Kopf auf der Stirn liegen und nimm deine Arme nochmal nach hinten, nach vorn, nach hinten gebeugt und nach vorn über den Kopf wieder gestreckt. Die Arme einmal nach hinten, soweit du kannst, nach vorn, wenn es mit der Rolle nicht möglich ist, dann ohne. Obwohl es für die Beweglichkeit gut ist. So versuchen wir es wirklich mit der Rolle zu schaffen. Kopf lass ruhig auf der Stirn liegen. Beine liegen lassen, Gesäß schön fest und deinen Bauchnabel immer schön zur Wirbelsäule gezogen lassen, dass der untere Rücken nicht durchhängt. Dann wieder und nimm deinen Oberkörper diesmal seitlich bewusst ins Neigen, Schulter, Brustkorbbereich etwas heben,
Kopf kannst du auch mit der Stirn auf der Rolle ablegen, dass der Nacken nicht zu viel Arbeit leistet, wenn du magst. Und dann geh mit dem Oberkörper nochmal seitlich ins Neigen. Nochmal intensiv für den unteren Rücken, für die seitlichen Flanken. Beine lass schön liegen, Gesäß schön fest, Bauchnabel schön zur Wirbelsäule ziehen. Und dann wanderst du von Seite zu Seite in deinem Tempo. Immer auch schön tief atmen. Ganz bewusst nicht das Atmen vergessen. Keine Vorgabe wie, aber nicht das Atmen vergessen. Lass den Kopf, die Arme dann liegen, so wie du magst, und nimm im Wechsel ein langgestrecktes Bein ins Heben und Senken. Versuch das Bein schön unter Spannung zu lassen, so lang zu strecken wie möglich und dann kraftvoll rauf und tief, dass du die Gesäßmuskulatur, den unteren Rücken spürst. Schultern versuch schön liegen zu lassen, Arme entspannen, Kopf-Nackenbereich locker. Auf der Stirn liegt der Nacken in der besten Position, wenn du aber seitlich lieber magst, dann wechsel zwischendurch die Seite, dass der Nacken nicht einseitig belastet wird. Geh etwas größer in die Bewegung, nimm das lange Bein einmal ganz locker über das andere Bein, nimm nochmal den Beckenbereich etwas ins Mitdrehen, unterer Rücken dreht sich etwas mit, versuch den Schulterbereich weiterhin entspannen zu lassen, locker zu lassen, Kopf liegt, Arme liegen, versuch schön weit rüber zu gehen. Das lange Bein tippen zu lassen, von Seite zu Seite, etwas überkreuzen über das untere Bein. Dann langsam nimm dir die Rollerarme nach hinten, hinter deinen Rücken sozusagen. Fasse sie relativ eng und nimm den Oberkörper langsam dann nochmal ins Heben und Senken. Schulter, Brustkorbbereich versuchen zu heben, zu sinken. Die Arme, die Schultern ziehen Richtung Füße nach unten und zwischendurch immer schön ablegen, kraftvoll versuchen, mit Rückenkraft sich raufzuziehen und wieder abzulegen. Versuch auch beim Runtergehen immer die Kraft des Rückens zu nutzen, nicht einfach fallen lassen, sondern bewusst beim Rauf und bewusst beim Tiefgehen den Rücken mit anspannen. Immer schön den Rücken in beide Richtungen arbeiten lassen. Langsam und stütz dich dann langsam rauf,
Stützt dich nach hinten mit dem Gewicht auf die Fersen. Die Arme, so wie es angenehm ist, kannst du auch einmal ganz mit nach hinten nehmen. Die Kindposition, den Rücken schön rund. Kopf so, dass der Nacken angenehm liegt. Und dann leg dich auf die Seite. Nimm, wenn du möchtest, die Rolle mit unter den Kopf im Stirnbereich, Schläfenbereich. Leg die Arme so, wie es angenehm ist, den Kopf so, wie es angenehm ist und nimm die Beine 90 Grad, das obere Bein einmal mit dem Knie rauf und einmal mit dem Fuß, mit dem Unterschenkel rauf. Etwas Mobilität für die Hüfte, etwas Arbeit aus der Hüftschule, einmal das Knie Richtung Decke wieder sinken lassen und einmal den Unterschenkel rauf, die Fußsohle Richtung Decke, immer im Wechsel, einmal die Oberschenkel zusammenlassen und einmal die Füße zusammenlassen. Wieder in deinem eigenen Tempo arbeiten. Keine zu schnellen Bewegungen. Versuch ganz bewusst die Muskulatur um die Hüfte zu arbeiten. Und dann geh etwas größer in deine Bewegung, tippe vorn mit dem Knie und hinten mit den Zehen. Einmal die Bewegung etwas größer, das Bein in der Luft, einmal nach vorn das Knie tippen lassen, nach hinten die Zehen tippen lassen und das Knie zeigt Richtung Decke. Nochmal bewusst die Hüfte vor und zurück bewegen. Bein dann lang Richtung Decke und nehme hier das Bein einmal ins Beugen, einmal ins Strecken und nehme bei gebeugtem Bein den Fuß ins Strecken, beim gestreckten Bein den Fuß ins Beugen, dann arbeitest du die Hüfte und gleichzeitig auch ein bisschen für die Venengymnastik, ja, durch die Zusatzbewegung des Fußes. Kommt auch etwas bei Venengymnastik zur Hüftgymnastik dazu. Das Bein Richtung Decke versuchen zu strecken, wieder zu beugen. Und beim gestreckten Bein den Fuß beugen. Und beim gebeugten Bein den Fuß strecken. Stell deinen Fuß dann hinten auf, wenn möglich, und nimm das vordere lange Bein dann unter Spannung rauf und tief. Falls du die Position nicht kannst, kannst du das obere Bein auch nach vorn ablegen. Allerdings in der Position, die ich zeige, ist es halt mehr möglich, das untere Bein ungehindert zu heben, zu senken, ohne dass das obere etwas die Bewegung ausbremst und Spannung das untere möglichst lange Bein heben und senken.
Nimm deine Beine dann beide wieder 90 Grad, deine Arme in Vorhalte und geh langsam schön weit nach hinten in die Spirale. Versuch die Beine vorne liegen zu lassen, die Knie zusammenzulassen und trotzdem möglichst den Oberkörper nach hinten abzulegen, die Schulter nach hinten abzulegen. Wenn du die Rolle drunter hast, dann sollte sie möglichst im Stirn-Schläfenbereich liegen. Und wenn du den Kopf mit zurücknimmst, müsste sie am Hinterhauptbereich, da wo deine Nackenmuskulatur ansetzt, liegen. Und dann gibt es gleich für den Schläfen im Hinterhauptbereich eine schöne Massage. Du kannst auch so wie ich den Kopf weit mit nach vorn drehen, dass die Massage bis fast in den Stirnbereich mit hineingeht. Normalerweise ganz angenehm, gerade für Leute, die des Öfteren Spannungskopfschmerzen haben, die dann auch vom Nackenschläfenbereich oft kommen. Probiere aber aus, ob es dir wirklich angenehm ist. Es geht natürlich alles auch ohne Rolle. Versuch dann liegen zu bleiben mit Blick Richtung Decke und entweder die Rolle hinter den Kopf oder die Hände direkt hinter den Kopf. Schulterbereich nochmal heben und senken. Für die seitliche Bauchmuskulatur nochmal etwas den Schulterbereich heben und senken. Wenn es mit der Rolle nicht bequem ist, wie gesagt, dann nimm einfach die Hände direkt hinter den Kopf. Dann langsam und geh dann rüber zur anderen Seite. Erstmal wieder dich bequem auf die Seite legen mit den Beinen 90 Grad. Wenn du magst, dann nimm die Rolle wieder unter den Kopf, so oberhalb des Ohrs ungefähr, Schläfen-Stirnbereich. Arme so wie es angenehm ist, Kopf so wie es angenehm ist und dann im Wechsel. Einmal das Knie vom oberen Bein rauf und einmal die Fußsohle Richtung Decke. Schau, dass die Bewegung schön im Hüftbereich stattfindet. Einmal schön das Knie heben und einmal schön den Unterschenkel, die Ferse Richtung Decke. Einmal bleiben die Füße zusammen, einmal bleiben die Oberschenkel aufeinander liegen. Aus der Hüftschule intensive Arbeit für die Hüfte, die Gesäßmuskulatur, sowohl die große als auch die kleine, die mittlere arbeiten fleißig. Und ist auch eine schöne Übung für den Ischiasbereich, Iliosakralgelenkbereich. Schau, dass du die Übung wirklich mit langsamen, geführten Bewegungen machst. Keine schnellen, keine abrupten, keine schwungvollen Bewegungen. Komm dann etwas größer in die Bewegung, nimm wieder das Knie vorn ins Tippen und dann hinten die
Zehen ins Tippen, nach vorn das Knie, die Ferse Richtung Decke, hinten tippen die Zehen, das Knie Richtung Decke, dass du nochmal schön für Bewegung im ESG-Bereich, im Hüftbereich sorgst. Lass das Bein dann lang gestreckt Richtung Decke und nimm den Unterschenkel ins Beugen und Strecken. Für die Venentätigkeit nimm den Fuß mit ins Bewegen. Beim gestreckten Bein beuge deinen Fuß, beim gebeugten Bein strecke deinen Fuß. Versuch schön Beugen und Strecken im Kniegelenk. Gut für die Hüfte, gleichzeitig wird dein Kniegelenk mobilisiert und die Venen werden auch etwas gearbeitet. Venentätigkeit wird angeregt. Stell den Fuß dann wieder nach hinten auf und nimm dein vorderes Bein lang gestreckt, bewusst rauf und tief. Du kannst auch immer versuchen, es nicht ganz und gar abzulegen, sondern leicht über den Boden schwebend wieder rauf und tief nehmen. Hintere Bein aufgestellt, sollte es nicht gehen, kannst du es auch nach vorn über das andere ablegen. Schränkt allerdings auch oft die Bewegung des unteren Beins etwas ein. Wähle aber trotzdem die Variante, die für dich selbst angenehm ist, für die Hüfte angenehm ist. Nimm dann beide Beine 90 Grad ran, die Arme in Vorhalte und geh wieder schön weit nach hinten, den Oberkörper öffnen. Nimm die Schulter wieder schön weit zurück nach hinten ins Ablegen und komm dann wieder nach vorn. Schön großer Bogen, der Arm geht mit der Oberkörperbewegung nur mit. Wenn du die Rolle hast, dann schau, dass sie im Hinterhauptbereich, Stirnbereich, Schläfenbereich liegt. Dann gibt es da wie auf der anderen Seite schon wieder eine kleine Massage. Kannst etwas Druck ausüben oder die Massage nur so mit dem Kopf leicht rübergehend. Je nachdem, wie viel Intensität angenehm ist, wird gleich auch gegen Spannungskopfschmerzen so ein bisschen die Faszien massiert, die wir übrigens natürlich auch im Schläfen-, Stirn-, Hinterhauptbereich haben.
Bleib dann auch hier hinten mit dem Blick Richtung Decke, nimm den Schulter-Brustkorb-Bereich rauf und tief. Entweder lässt du den Kopf wieder in der Rolle liegen oder ohne Rolle einfach die Hände hinter den Kopf, dass dein Nacken Unterstützung hat. Und für die seitliche Bauchmuskulatur einfach versuchen, den Schulterbereich etwas zu heben und wieder zu senken. So eine relativ kleine Bewegung. Leg dich dann ganz und gar auf deinen Rücken, die Füße aufgestellt. Lass entweder die Rolle hinter dem Kopf oder direkt die Hände hinter den Kopf. Und geh mit der Schulter am Wechsel diagonal rauf und tief für deine seitliche Bauchmuskulatur. Nun, wenn du die Rolle hinter den Kopf lassen möchtest, tu das ruhig. Und versuch von Seite zu Seite zu gehen. Schau, dass nicht der Nacken irgendwie arbeitet, Kopf schwer in der Rolle oder in den Händen liegt. Und diagonal rauf und tief, immer auch schön auf die Diagonale achten. Das Becken so gut es geht liegen lassen. Und auch diese Übung trainiert nicht nur die seitliche Bauchmuskulatur, den inneren schrägen Bereich der Bauchmuskulatur, sondern sorgt auch nochmal schön für eine Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Langsam und leg dir die Rolle, wenn es für dich möglich ist, wenn es geht, in den Schulterblattbereich. Nimm die Hände wieder hinter den Kopf und versuch dann einmal den Schulterblatt-Brustwirbelbereich zu beugen, zu strecken. Die Rolle im Schulterblatt, unteren Schulterblattbereich, sodass du deine Brustwirbelsäule schön ins Strecken bringen kannst, dass sie im Gegensatz zum Alltag wirklich mal schön gestreckt wird. Für alle, für die das unangenehm ist, wenn man mit dem Nacken irgendwie Probleme hat oder einem schlecht oder schwindelig wird, dann einfach die gleiche Übung, ohne dass die Rolle unterliegt. Die Bauchmuskulatur wird in jedem Fall trainiert, wenn die Rolle unterliegt ist. Das ist ein klein bisschen intensiver für die Bauchmuskulatur und es bringt Beweglichkeit in den Brustwirbelbereich. Trotzdem die Variante wählen, die angenehm ist. Schau besonders, dass dein Nacken nicht einzeln arbeitet. Kopf und Nacken gehen mit den Schultern, wenn sie raufgehen. Nur mit. Nimm die Rolle dann da wieder vor und gib die Rolle einmal unter deine Füße. Stell die Füße hüftbreit nochmal drauf und geh dann mit dem Gewicht über die Fußsohlen in die Rolle hinein, in die Schulterbrücke und langsam auch wieder tief. Versuch, über die Fersen am besten Gewicht in die Rolle zu geben und dann langsam Wirbel für Wirbel raufzugehen und Wirbel für Wirbel langsam auch wieder tief.
Versuche mal so weit rauf zu gehen, dass oben die Hüfte dann wirklich gestreckt ist, Oberkörper, Oberschenkel eine Linie oben bilden und dann erst wieder tief. Die Arme liegen lassen, die Schultern schön liegen lassen. In deinem Tempo arbeiten. Nimm die Rolle dann etwas dichter zu dir ran, leg sie in deinen Kreuzbein-Beckenbereich, sodass du die Beine heben kannst und wenn die Knie von Seite zu Seite gehen, dass du dann über den Kreuzbeinbereich und seitlich müsstest du, wenn die Rolle richtig liegt, dann den Birnenmuskelbereich, seitliche Gesäßmuskulatur gut spüren, den Birnenmuskel, der, wie du ja weißt, bei manchen wirklich mit dem Ischiasnerv stinkert, wo wirklich wichtig ist, dass der Birnenmuskel entspannt, gelöst ist, die Faszien dieses Muskels gelockert sind, damit er eben nicht mit dem Ischiasnerv stinkert, unter anderem. Kannst du das eben mit dieser Bewegung, die natürlich gleichzeitig auch den unteren Rücken etwas Bewegung verschafft, wenn du den Kopf mitdrehst, auch noch der Halswirbelbereich mit in Bewegung gerät. Eine Beweglichkeitsübung, die gleichzeitig Massage ist. Dann nimm ein Bein dann dicht zum Körper ran und schieb das andere Bein schön lang auf deine Matte. Ein Bein dicht zum Körper, ein Bein lang auf der Matte. Dann lass den Oberschenkel so dicht es geht am Körper, den Unterschenkel 90 Grad, die Fußsohle Richtung Decke. Das andere Bein schön lang Richtung Matte. Und versuch das Bein Richtung Decke dann auch einmal zu strecken, dass du keine Beugung mehr im Kniegelenk hast, das Bein schön gestreckt ist. Fass es da, wo du rankommst. Es muss nicht unbedingt der Fuß sein. Nimm das Bein dann nochmal gebeugt über das lange Bein. Geh nochmal in die Spirale. Kopf in die Gegenrichtung, wenn du magst. Atme schön ruhig und komm dann langsam zur Mitte zurück. Zieh das andere Bein dann schön dicht zum Körper heran. Das eben gedehnte Bein schieb lang auf die Matte. Die Schultern lass schön liegen. Atme ruhig. Nimm dann den Oberschenkel nochmal so dicht, es geht zum Körper ran, den Unterschenkel 90 Grad im Kniegelenk, die Fußsohle Richtung Decke. Und dann versuche langsam das Bein nochmal schön zu strecken, schön lang zu ziehen, dass du keine Beugung im Kniegelenk beim Bein Richtung Decke hast.
Nimm auch hier das Bein dann nochmal gebeugt und versuch dein gebeugtes nochmal über dein langes Bein zu legen. Schau, dass die Schultern schön liegen bleiben. Den Kopf leg ruhig in die Gegenrichtung. Komm dann langsam zurück. Nimm die Rolle da dann einmal vor und leg dir die Rolle einmal direkt unter deine Wirbelsäule. Beginne vom Steißbein an, Kreuzbein, Wirbelsäule und einschließlich der Kopf. Der Kopf sollte also mit auf der Rolle liegen. Die Füße nimm hüftbreit und die Arme dann langgestreckt Richtung Decke. Lass sie in Schulterhöhe tief und wieder raufgehen. Immer so, dass sich die Handflächen, wenn du die Arme oben hast, anschauen. Und in Schulterhöhe zeigen die Handflächen dann Richtung Decke. Langsam tief und rauf mit den Schulterblättern schön versuchen, die Rolle sozusagen zu umfassen, dass deine Rautenmuskulatur, die direkt zwischen den Schulterblättern liegt, einmal schön massiert wird. Ne? Vielleicht auch kennst du sie eher unter Rhomboids, Rautenmuskel oder Rhomboids, liegen jedenfalls zwischen den Schulterblättern. Immer schön versuchen abzulegen. Die Arme seitlich, dann wird auch dein Brustmuskel schön gedehnt. Oder wenn er gut gedehnt ist, erhält er halt die Länge. Versuche deine Arme dann nochmal nach oben über den Kopf abzulegen. Nimm sie nicht zu eng an den Kopf, ruhig etwas V-förmig. Ziel ist es auch hier zu versuchen, sie wirklich ganz abzulegen. Sprich die Oberarme, die Ellbogen, die Unterarme, die Handrücken sollten ganz liegen. Bauch schön festlassen. Es bringt nochmal etwas Dehnung in den Brustmuskelbereich, gleichzeitig etwas Mobilität in den Schulterblattbereich und massiert nochmal auch den Bereich um die Schulterblätter, den Innenbereich. Bauch lass schön fest, dass du nicht ins Hohlkreuz gerätst, wenn du die Arme nach oben ablegst. Immer schön ruhig atmen. Lass die Arme dann lang Richtung Decke und versuch den Bauch schön fest zu haben. Im Wechsel ein gebeugtes Bein dann langsam zu heben und es möglichst langsam auch wieder zu sinken. Die Arme lang Richtung Decke, die Schultern etwas angehoben. Bauchnabel schön zur Wirbelsäule ziehen, jetzt ist viel Tiefenmuskulatur gefragt, Bauchmuskulatur gefragt. Such dir an der Decke einen festen Punkt. Versuch schön langsam und gefühlt in die Bewegung zu gehen. Nicht verzweifeln, wenn es nicht gleich klappt. Immer wieder probieren, es lohnt sich. Es ist wirklich eine sehr gute Übung für die Tiefenmuskulatur aus dem Pilates. Sehr gut. Die Tiefenmuskulatur ist sehr wichtig für die Gesundheit deines Rückens. Such immer wieder, eine Seite sollte relativ schnell dann auch gelingen.
Unter Umständen wehrt sich die zweite Seite noch sehr erfolgreich. Probier es einfach immer wieder aufs Neue, das gebeugte Bein zu heben, zu senken, Bauch schön fest. Stabilisiere deinen Körper aus. Wenn es immer mal wieder wackelt, ist das kein schlechtes Zeichen. Stopp, dann langsam und komm einmal mit dem Schulter-Brustwirbelbereich etwas rauf und tief. Nimm entweder die Arme mit, geh dann in die Schulterbrücke. Oder nimm halt deine Hände hinter den Kopf, wenn der Nacken Unterstützung braucht. Im Wechsel Schulter, Brustwirbelbereich heben und dann in die Schulterbrücke, also den Lendenwirbelbereich, das Becken heben. Im Wechsel Sit-Up-Crunches oder halt die Schulterbrücke. Die Arme lang mitnehmen, es sei denn, du brauchst Unterstützung für deinen Kopf, dann nimm die Hände ruhig hinter den Kopf, Fersen schön in den Boden drücken, egal ob du die Schulterbrücke raufgehst oder den Schulterbrustwirbelbereich hebst und senkst. Wenn du die Arme mitnimmst, dann leg sie auch immer schön ab, dass du gleich nochmal die Beweglichkeit in den Schultergelenken hast, die Beweglichkeit, die Länge für den Brustmuskel hast. In deinem Tempo, vergiss das ruhige Atmen nicht. Nimm dir die Rolle dann einmal vor und leg sie, wenn du es magst, nochmal in den Hinterhauptbereich. Das Kinn Richtung Brustbein, Nacken schön lang. Schau, dass die Rolle nicht direkt im Nackenbereich liegt, sondern so weit oben, wo dein Hinterhaupt, dein Schädel anfängt. Da sitzt die Nackenmuskulatur im Ansatz und da kommen auch die Spannungskopfschmerzen her. Nimm deinen Kopf von Seite zu Seite, lass die Schultern schön liegen. Lass die Arme so liegen, dass die Handflächen Richtung Decke sind, dass die Finger, die Hände wirklich entspannt liegen. Im Kopf ein wenig von Seite zu Seite, so wie er ist oder wenn es dir angenehm ist, auch mit leichtem Druck. Dann wird der Bereich noch etwas intensiver massiert. Geh vorsichtig vor, schau, wie viel Druck du brauchst oder wie viel dir angenehm ist. Immer schön vorsichtig, komm dann auch noch mal ins Recken, ins Strecken, zieh die Arme lang, die Beine lang, schieb die Beine im Wechsel noch mal raus, noch mal so ein bisschen recken, strecken und zieh dann ein Bein nach dem anderen noch mal schön dicht zum Körper ran, mach deinen Rücken noch mal schön rund. Wenn du es magst, dann schaukel noch etwas mit der Rolle, wenn es angenehm ist. Mach den Rücken schön rund. Und dann komm mit ein paar Schaukelbewegungen, wenn es angenehm ist, rauf oder über die Seite, wenn du das Schaukeln nicht magst. Und dann hoffe ich, du bist mobilisiert, entspannt und frisch und hast viel Kraft für die weitere Zeit.